Herzliches Willkommen. Ich will kurz den Ablauf der nächsten 45 Minuten skizzieren. Also zum Thema Führung im digitalen Zeitalter werden wir uns erstmal an einer Definition versuchen. Danach gucken wir mal, wie sich Führung eigentlich entwickelt hat, so im Laufe der letzten Jahrhunderte, kann man schon fast sagen. Und zum Abschluss möchte ich einen Blick in die Zukunft wagen mit Ihnen gemeinsam, habe dafür drei Thesen mitgebracht und bin ganz gespannt auf die Diskussion, die wir dann ja auch führen können. Aber nun erstmal zum Thema Definition. Also der Titel des Webinars besteht ja aus zwei Teilen, einmal die Führung und einmal das digitale Zeitalter. Und mit dem fangen wir auch gleich an. Da ist halt die Frage, ja, digitales Zeitalter, da leben wir irgendwie alle drin, haben alle irgendwie eine Vorstellung von dem. Und ja, was genau meint denn eigentlich digitales Zeitalter? Dafür habe ich drei Kriterien mitgebracht, die ich Ihnen vorstellen will. Das erste ist die sogenannte Informationsarbeit. Naja, was heißt das jetzt eigentlich? Dazu blicken wir mal kurz in die Zeit vor der Digitalisierung. Wie wurde denn da eigentlich gearbeitet? Und das sah in etwa so aus. Also die Menschen mussten doch hart schuften in Kohlebergwerken oder an Fließbändern. Das hier ist übrigens das Original des Fließbands von 1913 von der Ford Company. Und damals ja, bestand Arbeiten für 9 von 10 Menschen aus Tätigkeiten wie Fräsen, Bohren, Schrauben, Montieren, Schweißen, Hämmern, also das ganze Programm. Und nur 1 von 10 Personen dachte darüber nach, diese Abläufe zu planen, zu projizieren, zu kontrollieren und zu steuern. Also 9 von 10 Menschen arbeiteten mit Dingen und nur 1 von 10 Personen arbeitete mit Informationen. Und dieses Verhältnis hat sich heutzutage gravierend gewandelt. Also heutzutage arbeiten 9 von 10 Menschen mit Informationen. Wir planen, wir überprüfen, wir projektieren, wir programmieren, beraten, informieren. Ja, wir managen Projekte und erstellen Dokumentationen. Also ganz viele von uns arbeiten überwiegend mit Informationen. Unsere Großeltern haben noch in der Fabrik gearbeitet und wir sitzen größtenteils im Büro oder sind sogar schon mobil unterwegs. Und der Grund dafür ist im Wesentlichen, dass wir im Laufe der Zeit über unsere Arbeit einen Haufen an Informationen angesammelt haben. Das heißt, durch die Digitalisierung, durch die massenhafte Speicherung und schnelle Wiederverfügbarkeit von Informationen hat sich die Art und Weise gewandelt, wie wir arbeiten. Ich hatte es eingangs schon gesagt, heute, exakt vor 10 Jahren, am 29.06.2007, kam das erste iPhone auf den Markt. Und das hat unter anderem auch dazu beigetragen, dass wir wesentlich mobiler sind und auch viel Informationsarbeit auch von unterwegs erledigen können. Jetzt habe ich eine kleine Befragung für Sie mitgebracht. Wenn Sie mal Lust haben, dann schätzen Sie doch mal, wie hoch ist der Anteil der Informationsarbeit in Ihrem Arbeitsalltag? Also wenn Sie daran denken, was Sie eigentlich so tagtäglich arbeiten, können Sie ja mal kurz abstimmen, wie das bei Ihnen aussieht. Ersten haben schon ihre Stimme abgegeben. Man sieht das schon. Es pendelt sich in dem Bereich über 50% auf jeden Fall ein. Teilweise auch über 90%. Das überrascht mich jetzt nicht. Ich habe es natürlich auch so eingeleitet, aber viele von uns sind doch sehr viel auch digital unterwegs und arbeiten größtenteils mit Informationen und sind weniger ja, mit Bohren oder Montieren beschäftigt. Das zweite Merkmal, was ich mitgebracht habe und wovon ich denke, dass das unser Zeitalter prägt,
Das ist die sogenannte Vernetzung oder auch vernetztes Arbeiten. Also, ja, was ist damit gemeint? In den Anfängen der EDV, da gab es viele einzelne Großrechner, vor allem an den amerikanischen Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen. Und im Vordergrund stand zunächst die Archivierung und Speicherung von Daten und auch die Verarbeitung. Der nächste Schritt in der Digitalisierung war dann eben der massenhafte Datenaustausch, also die Vernetzung. Hier sehen Sie ein Beispiel des ersten Webservers am CERN. Das ist die Europäische Organisation für Kernforschung. Die sitzen, glaube ich, in Genf. Und der eine oder andere kennt das vielleicht auch von diesem Teilchenbeschleuniger. Also die hatten damals schon moderne Technik, dass also der erste Server, der da rumstand. Und wer den Aufkleber rechts an dem Gerät nicht lesen kann, da steht drauf, This machine is a server, do not power down. Also bitte nicht ausschalten. Der wird dauerhaft gebraucht, um Kontakt zu anderen Forschungseinrichtungen herzustellen. Und just zu der Zeit, als noch ganz andere Dinge heruntergefahren wurden, nämlich 1989, entstanden die ersten Verbindungen zwischen den wissenschaftlichen Großrechnern, die dann eben als erste Server für das World Wide Web fungieren sollten. Heutzutage kann man sich die Vernetzung im Internet in etwa so vorstellen. Also es gibt einzelne Knotenpunkte, die miteinander verbunden sind und an denen wiederum weitere Rechner dranhängen. Ja, einzelne technische Feinheiten wie Peer-to-Peer-Netzwerke, da will ich mal jetzt nicht drauf eingehen. Mir geht es erstmal grundsätzlich um die Vernetzung an sich, sozusagen als zweitem Schritt der Digitalisierung. Ja, und auch zu den Auswirkungen kommen wir gleich noch, was die Vernetzung eigentlich bedeutet dann für die Führung. Drittes Merkmal, was ich mitgebracht habe, wo ich der Meinung bin, das prägt unser digitales Zeitalter, ist ein sehr streitbares. Das ist nämlich der Zuwachs an Wissen. Das wird immer Land auf Land ab sehr häufig behauptet, ja, und man liest das öfter mal, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle so und so viele Jahre. Ich weiß nicht, vor 10 Jahren hieß es, alle 5 Jahre verdoppelt es sich, jetzt sind wir schon bei 2 Jahren oder im halben Jahr. Und dann werden immer ganz lustige Grafiken gezeigt, wie diese hier. Die habe ich mal rausgekramt von 1967. Der NDR hatte da eine lustige Fernsehsendung. Und die Frage ist natürlich, haben wir es wirklich mit einem Zuwachs an Wissen zu tun oder ist es vielleicht eher ein Zuwachs an Informationen? Also der Unterschied, den muss man doch wirklich klarstellen. Also Wissen ist ja an Personen gebunden, an Köpfe. Informationen, die kann man speichern, kann man irgendwo ablegen, aber damit ist es noch lange kein Wissen. Und es ist relativ umstritten, ob das Wissen der Menschheit wirklich gewachsen ist oder vielleicht einfach nur die Datenmenge. Da habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. Also das ist schon in der Tat korrekt, dass die Datenmenge sich exponentiell erhöht. Der Grund dafür ist einfach, dass uns immer größere Rechenleistung und Speicherkapazität und Bandbreite zur Verfügung steht. Zum Beispiel im Jahr 2002 hatten wir ca. 170 Terabyte an Daten im Internet. Und heute sind es ungefähr 40 Zettabytes. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Einheit schon mal gehört hat. Für mich war die neu. Und ein Zetta ist sozusagen eine 1 mit 21 Nullen. Also ich persönlich kann mir das nicht mehr vorstellen von der Größenordnung her. Ja, die Frage ist also, wächst mit diesem Datenbestand eigentlich auch gleichzeitig unser Wissen? Und dazu habe ich ein kleines Gedankenbeispiel mitgebracht. Und zwar haben wir hier ein schönes Bild aus dem Jahre 2012. Das wurde mit einer 8-Megapixel-Kamera aufgenommen und dann ins Internet hochgeladen. Und auf dieser Folie sehen Sie das gleiche Bild aus dem Jahr 2016. Das wurde mit einer 16-Megapixel-Kamera aufgenommen und ebenfalls ins Internet hochgeladen. Also die Datenmenge hat sich, zumindest was dieses Bild betrifft, in den 4 Jahren verdoppelt.
Aber das Bild ist natürlich das gleiche. Es enthält auch keine neuen Informationen oder kein neues Wissen. Und deswegen denke ich, dass wir da sehr kritisch sein müssen mit der Verdopplung des Wissens der Menschheit. Ich glaube, wir haben eher so eine Art Grenzkostenphänomen. Also je mehr Daten wir ansammeln, durchaus auch von den gleichen Orten und von den gleichen Inhalten, also sagen wir mal, ein Professor in Lübeck nimmt seine Mathematikvorlesung auf und ein Professor in Oldenburg macht das Gleiche, dann haben wir natürlich viel mehr Daten, aber die Frage ist, ob dadurch auch mehr Wissen generiert wurde. Und meines Erachtens haben wir da tatsächlich ein Grenzkostenphänomen. Das heißt, in dem riesigen Datenberg wird es uns zunehmend schwerer fallen, Informationen zu finden, beziehungsweise es kostet einfach mehr Zeit, die Informationen zu finden. Und ja, wer da schon mal recherchiert hat oder sich mit einem Thema intensiv beschäftigt hat, der muss sehr gut selektieren, welche Informationen brauche ich jetzt und welche ist eher unnütz. Ja, das sozusagen meine Definition für das digitale Zeitalter. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Nach meiner Meinung gibt es drei Merkmale, die das jetzige Zeitalter ausprägen. Das ist die Informationsarbeit, die Vernetzung, also vernetztes Arbeiten, kollaboratives Arbeiten, kommen wir gleich noch zu, und eher der Zuwachs an Daten, nicht an Wissen. Und welche Auswirkungen das dann auf die Führungsmodelle hat, die wir so kennen, auch aus den letzten Jahrhunderten, dazu kommen wir gleich. Jetzt haben wir erstmal umrissen, was das digitale Zeitalter ausmacht. Und jetzt wollen wir uns den zweiten Teil des Titels anschauen. Das ist die Führung. Die versuchen wir jetzt mal zu definieren. Davon hat jeder irgendwie auch eine Vorstellung. Aber was ist das eigentlich, was Führung ausmacht oder eben nicht? Was ist Führung nicht? Und da wir ja noch gut in der Zeit liegen, habe ich eine Bitte an Sie, schreiben Sie mal ruhig in den Chat jetzt rein, was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Merkmal an Führung? Was muss eine Führungskraft tun? Da kommen schon die ersten Antworten. Ziele verfolgen, zuhören, Potenziale erkennen, kommunizieren, koordinieren, ja, bedarfsorientiert, zielorientiert, die Fäden in der Hand halten und verknüpfen, Strukturierung von Aufgaben, auch sehr interessant. Geht auch so ein bisschen in die Richtung Aufgabenverteilung vielleicht. Mitarbeiter fördern. Ah, das sind schon sehr viele, sehr gute, ja, Hinweise, in welche Richtung das gehen könnte. Ziele und Wege aufzeigen, Vorstellungen entwickeln für die Zukunft. Ja. Und Unterstützung bei Herausforderungen und Problemen. Ja, das finde ich ist eine tolle Auswahl, sehr vielfältig. Das kann man alles unter Tätigkeiten und Aufgaben von Führung fassen. Jetzt habe ich mich natürlich auch vorbereitet und habe wieder mal so drei Merkmale mitgebracht, von denen ich denke, dass das sind so die entscheidenden, die Führung ausmachen und die möchte ich einfach mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Für das erste Merkmal habe ich ein kleines Video mitgebracht. Da würde ich Sie jetzt bitten, sich das mal anzuschauen und dann, wenn Sie das sich so angucken, zu überlegen, was macht denn die Führungskraft da eigentlich im Video? Und dann im Anschluss werden wir das mal über den Chat dann auswerten. Also das kleine Video und die Aufgabe ist zu gucken, was macht die Führungskraft hier? Brücke an Captain Picard. Ich höre. Wir haben soeben eine Nachricht von der Flotte erhalten. Sie haben die Borg angegriffen. Mr. Dünder, stellen Sie die Raumflottenfrequenz 1486 auf Audio. Aye, Sir. Flaggschiff
Häusern, in der wir bereithalten zum Angriff in Planquadrat A16. Gefechtsstation bestätigt. Position 1. Postman bestätigt. Defiance bestätigt. Wir haben ihn in Sichtweite. Eine Borgwürfel auf Kurs 0.215. Borg, Geschwindigkeit Rot 9,8. Wir sind die Borg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unseren hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. An alle Einheiten. Feuerwehr. Schutzschilde neu moduliert. Schutzschilde neu moduliert. Unser Borgkern bricht zusammen. Der Würfel hat den Kurs 021.4. Kernbomb! Der Würfel hat den Kurs geändert. Flaggschiff an Auflauf. Kommando Verstärkung! Wir brauchen mehr Schiffe. Wir haben unsere Verteidigungslinie durchbrochen. Sie fliegen Richtung uns. Torpedo-Einsatz ergibt sich los. Ich ist auf dich nicht zu stoppen. Lieutenant Hawk? Setzen Sie Kurs auf die Erde. Aye, Sir. Maximum Warp. Ich beabsichtige eindeutig, gegen unsere Befehle zu verstoßen. Jeder von Ihnen, der dagegen protestieren will, möge es jetzt tun. Es wird in meinem Logbuch vermerkt. Captain, ich behaupte einfach, ich spreche für alle hier, Sir, wenn ich sage, zur Hölle mit unseren Befehlen. Alarmstufe Rot. Alle Mann auf Gefechtsstation. Energie. Ja, und dann düsen sie ab in Richtung Erde. Ja, kurze Frage nochmal. Was hat denn die Führungskraft hier in dem Video getan? Wenn Sie Ideen dazu haben, schreiben Sie es gerne in den Chat rein. Ja. Die ersten Meldungen im Chat gehen schon genau in die richtige Richtung. Wir warten mal noch ab, bis alle anderen Teilnehmenden auch noch ihre Meinung geschrieben haben. Es geht schon in Richtung Informationen sammeln, Entscheidungen treffen, kommunizieren und durchsetzen. Ja, Situation erfassen, genau. Informationen einholen. Ja, und letztendlich sind sie auch losgeflogen, ganz genau. Haben nicht nur geredet, sondern auch gehandelt. Ja, das trifft genau das, was ich mir auch gedacht habe. Die Führungskraft trifft eine eigenständige Entscheidung. Und dieses Merkmal ist im Prinzip zentral für Führung. Und das besteht aus zwei Teilen. Das eine ist die Entscheidung. Die Fähigkeit, etwas zu entscheiden, ist sehr, sehr wichtig, egal zu welchem Zeitalter. Also das war auch im 19. Jahrhundert wichtig, eine Entscheidung zu treffen und ist heute auch immer noch wichtig. Und das bedeutet, wer führt, der folgt nicht nur irgendwelchen Vorgaben oder Regeln oder der obersten Direktive des Sternflottenkommandos, sondern er bestimmt selbst den Kurs. Und das ist auch hier ein entscheidendes Merkmal. Der Kollege Picard, der beabsichtigt ja, gegen seine Befehle zu verstoßen. Also er trifft eine eigenständige Entscheidung. Das heißt, man kann das schon so runterbrechen auf die Formel: Führung ist dann gegeben, wenn man die Richtung selbst bestimmen kann, wenn man eine eigene Entscheidung trifft und dann eben auch die Konsequenzen in Kauf nimmt, will ich gar nicht sagen, aber dass man dann eben zu dieser Entscheidung auch steht. Eigenständig zu entscheiden heißt immer auch handlungsfähig zu bleiben und nicht zum Spielball der Regeln zu werden und nicht zum Getriebenen werden und sich selber auch nicht zum Opfer der Umstände machen, sondern tatsächlich Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Das, denke ich, ist ein ganz entscheidendes Merkmal von Führung.
ja, eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Da habe ich noch zwei Tipps zur Lektüre mitgebracht. Das eine ist ein Artikel von Spiegel Online von dem Sascha Lobo. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Der hat in dem Artikel das Phänomen des Netztrolls ja, erläutert und hat dessen Verhalten verglichen mit dem gesellschaftlichen Verhalten, zum Beispiel von Rechtspopulisten. Und hat da sehr interessante Parallelen aufgezeigt. Also das ist sehr lesenswert, wenn man sozusagen auch die Kehrseite von Führung mal betrachten will. Also Menschen, die eben nicht Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Leben, sondern eben sich in der Opferrolle, ja, das vielleicht gemütlich gemacht haben und dann auch nach einer gewissen Form von Führung auch sehnen. Also Kernaussage von Sascha Lobo ist: Wer sich selbst zum Opfer macht, der übernimmt keine Verantwortung für sein Leben, sondern folgt lieber anderen. Ein zweiter Tipp zur Lektüre, das ist ein Buch von Reinhard Sprenger. Die Entscheidung liegt bei dir. Ein sehr schönes, sehr positives Buch darüber, dass man nicht Opfer der Verhältnisse ist oder der Umstände, sondern dass jeder sein Leben in die eigene Hand nehmen kann. Egal wie schwierig das auch im Einzelfall ist. Und das ist ein sehr ermutigendes Buch, weil die Kernaussage ist im Prinzip, tagtäglich trifft jeder irgendwelche Entscheidungen und das machen nicht nur Führungskräfte, ganz interessant, sondern auch Mitarbeitende. Also jeder von uns entscheidet sich, jeden Morgen auch zur Arbeit zu gehen und wägt im Prinzip immer wieder mal die Vor- und Nachteile ab und kommt meistens natürlich zu dem Ergebnis, ja, ich stehe wieder auf, ich gehe auch zur Arbeit. Aber manchmal hat man eben auch so Tage, da denkt man, ach nee, ich würde am liebsten im Bett liegen bleiben. Und dann in solchen Fällen trifft man immer eine Entscheidung, das sagt der Reinhard Sprenger. Also wenn man Selbstverantwortung übernimmt, könnte man in dem Zusammenhang auch schon von Selbstführung sprechen. Auf das Konzept kommen wir später nochmal zurück, wenn es darum geht, naja, wie sieht eigentlich das Arbeiten im digitalen Zeitalter aus und ja, in welche Richtung wird sich Führung eigentlich entwickeln. Für das zweite Merkmal von Führung habe ich auch ein Video mitgebracht und Aufgabe ist wieder ganz kurz, sich das Video anzuschauen und zu überlegen, was versucht die Führungskraft dort eigentlich zu machen? So, wir schauen uns erstmal das Video an und dann komme ich gleich nochmal auf die Frage im Chat zurück. Also, was versucht die Führungskraft hier? Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich, und auch sonst keiner, kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Du bist besser, sagt er am Ende noch. Da ist der Schnitt ein bisschen zu früh geendet, aber ich glaube, die Botschaft ist klar geworden. Also nochmal die Frage, was versucht denn da die Führungskraft? In dem Fall ist das ja der Rocky, der mit seinem Sohn spricht. Ja, er versucht ihn zu motivieren, zu coachen. Ja, da sind einige schon sehr richtig unterwegs. Er hält natürlich eine flammende Rede über die Vor- und Nachteile einer eigenständigen Entscheidung. Aber das Ziel dieser Ansprache ist natürlich, den Sohn zu motivieren. Also das als zweites Merkmal von Führung, das hört und liest man wirklich überall. Das wesentliche Element von Führung sei, andere zu motivieren, Mitarbeiter hinter sich zu sammeln und ja, mit einer Vorbildfunktion voranzugehen. Und im Film klappt das auch immer unheimlich gut, meistens so mit einer dramatischen Hintergrundmusik und einer flammenden Rede und starken Sprüchen. Aber wie sieht es denn eigentlich im wirklichen Leben aus?
Wenn Sie mal so nachdenken, haben Sie eigentlich jemanden schon mal so richtig motivieren können? Oder sind Sie von jemandem schon mal motiviert worden? Und jetzt kommt wieder Reinhard Sprenger und der sagt, alles Quatsch, Motivation ist ein Mythos. Eine sehr starke These, also können wir auch gleich noch drüber diskutieren, finde ich sehr spannend. Der sagt nämlich, wenn von sich aus jemand nicht intrinsisch motiviert ist, dann kann man den auch nicht extrinsisch motivieren. Dazu ist es ja gerade die innere Motivation, die intrinsische, also aus sich selbst heraus. Und in diesem Buch sagt der Sprenger sogar noch, egal welche sogenannten Incentives, also Anreize man nimmt, egal ob das Geld ist oder Wertsachen oder Statussymbole oder Lob auch oder Anerkennung, egal welches davon man einsetzt, der oder die Mitarbeitende erledigt die Aufgabe dann irgendwann nicht mehr aus eigenem Antrieb, sondern nur noch wegen der Anreize. Also die ursprüngliche Motivation, wenn sie denn vorhanden war, die wird quasi zerstört durch eine ständige motivierende Ansprache von der Führungskraft. Also implizit wird dann immer unterstellt, ja, Mitarbeiter sind nicht genug motiviert oder sind faul oder da müssen wir jetzt mal ein Coaching machen, die müssen jetzt mal so richtig motiviert werden, weil die ihre Arbeit nicht gut machen. Und der Sprenger ist da sehr kompromisslos und sagt, alles Quatsch, motivieren ist nicht Aufgabe einer Führungskraft. Und er bekommt sehr prominente Unterstützung von dem Michael Sandel, das ist ein amerikanischer Philosophieprofessor. Der hat ein schönes Buch rausgebracht, was man für Geld nicht kaufen kann. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Und die Kernaussage ist, wenn man von Menschen für etwas, was sie vorher aus eigenem Antrieb gemacht haben, wenn man dafür plötzlich Geld verlangt, dann wird dieser eigene Antrieb ersetzt. Also das Geld als ökonomischer Faktor korrumpiert sozusagen die anderen Werte. Der hat dann ein paar schöne Beispiele gebracht von zum Beispiel im Kindergarten in Israel. Die haben sich immer geärgert, dass die Eltern die Kinder immer verspätet abgeholt haben. Also denen war eigentlich Pünktlichkeit wichtig. Und was haben die gemacht? Die haben dann eine Geldbuße erhoben, sozusagen für eine Viertelstunde zu spät kommen, einen bestimmten Betrag und für eine halbe Stunde den doppelten Betrag. Naja, und was war die Folge? Die Verspätungen haben zugenommen, weil die Eltern das als Dienstleistung begriffen haben. Die haben dann gedacht, okay, alles klar, ich kann dafür bezahlen, was vorher nicht der Fall war. Und dann haben die Verspätungen noch zugenommen. Und da sieht man sehr schön, dass der Wert Pünktlichkeit durch das Geld ersetzt wird, durch eine Wert von Dienstleistung. Und er bringt dann noch ganz viele andere Beispiele, also stellt auch sehr philosophische Fragen, was sollte man eigentlich nicht für Geld anbieten? Da sind wir auch im Bereich Hochschulbildung und solche Sachen. Also ganz spannende Geschichten, die er da hat. Ja, also wer Lust hat, kann sich das Buch mal zu Gemüte führen. Ja, also Sprenger und Sandel sagen, jedes Motivieren ist nur Demotivation. Deswegen sage ich, wenn Ihnen jemand sagt, Aufgabe einer Führungskraft ist, andere zu motivieren, dann seien Sie da ein bisschen skeptisch. Wenn Sie jetzt selber Führungskraft sind, werden Sie wahrscheinlich ein bisschen erleichtert aufatmen und sagen, ach, all die Jahre habe ich mich abgemüht, auch die unmotiviertesten Mitarbeiter versucht, ja, dass sie endlich Spaß an der Arbeit haben. Da können Sie jetzt sagen, okay, ist nicht mein Job. Ja, und wenn Sie jetzt Mitarbeiter sind und sich fragen, ja, wer soll mich denn dann motivieren, wenn nicht die Führungskraft, dann ist das schon eine sehr gute Frage, weil Sie da genau den richtigen Fragen, nämlich sich selbst. Ja, ich habe noch zwei andere Beispiele. Ich gucke mal auf die Uhr. Die werde ich jetzt weglassen. Peter, ganz kurz, war noch die eine Frage im Chat. Wolltest du da später drauf eingehen? Ja, da komme ich später noch zu, weil genau den militärischen Kontext, den bringe ich noch mit ein. Aber vielen Dank für den Hinweis. Klappt aber nur, wenn das Einkommen einigermaßen stimmt. Ja, da sind wir im Bereich spannende Diskussion, bedingungsloses Grundeinkommen. Also was wäre eigentlich, wenn wir gar nicht mehr für Geld arbeiten würden, sondern jeder könnte das machen, wozu er wirklich Spaß hätte. Aber das würde ein bisschen zu weit führen. Ich habe mir auch so ein paar Stichpunkte gemacht. Also Motivation wäre noch ein eigenes Thema für ein Webinar.
dann gibt es noch ein drittes Merkmal. Und auch dafür schauen wir uns noch mal ein kleines Video an. Und das ist jetzt sozusagen ein Gegenbeispiel. Und Ihre Aufgabe ist es, zu gucken, was die Führungskraft in diesem Fall so richtig schön falsch macht. Dann schauen wir mal rein. Wir hoffen, es ist nicht nötig, die Polizei zu rufen. Aber das liegt allein an dem kleinen Larry hier. Nicht wahr, Larry? Ist das deine Hausaufgabe, Larry? Ist das deine Hausaufgabe, Larry? Hey, Mann. Du, bitte. Ist das deine Hausaufgabe, Larry? Frag ihn wegen dem Wagen. Na, mach schon. Ist das hier von dir, Larry? Ist das deine Hausaufgabe, Larry? Ist das da draußen dein Wagen? Ist das deine Hausaufgabe, Larry? Wir wissen, dass das eine bekackte Hausaufgabe ist. Wo ist das beschissene Geld, du kleiner Kotzbrocken? Hör mal, Larry. Hast du schon mal was von Vietnam gehört? Du betrittst gleich die Welt des Schmerzes, mein Sohn. Wir wissen, dass das deine Hausaufgabe ist. Wir wissen, dass du den Wagen gestohlen hast. Und das verdammte Geld. Und das verdammte Geld. Und wir wissen, dass das deine Hausaufgabe ist. Wir werden dir den Schwanz abschneiden, Larry. Das wird dein Vater umbringen, Larry. Also gut, es ist zwecklos. Okay, Zeit für Plan B. Vielleicht möchtest du ja am Fenster zusehen, Larry. Sohn? Sowas passiert, wenn man versucht, einen Fremden in den Arsch zu ficken. Es gab wohl ein kleines Verständigungsproblem. Der kleine Pisser hat mich auflaufen lassen. Walter! Was machst du da, Mann? Was machst du da? Hier, siehst du, Larry? Siehst du, was passiert? Siehst du, was passiert, Larry? Siehst du, was passiert? Das passiert, wenn man versucht, einen Fremden in den Arsch zu ficken, Larry! So was passiert dann, Larry! Sieh genau hin, was passiert, Larry! Siehst du, was passiert, wenn man versucht, einen Fremden in den Arsch zu ficken? So was passiert dann! Siehst du, was dann passiert, Larry? Siehst du, was dann passiert, Larry? Siehst du, was dann passiert, Larry, wenn man versucht, einen Fremden in den Arsch zu ficken? So was passiert dann, Larry! So was passiert dann, Larry! So was passiert dann, Larry? So was passiert, wenn man versucht, den Fremden in den Arsch zu ficken? Oh, hey, ich hab mir die verdammte Karre erst letzte Woche gekauft. Ich bring dich um, du Arschloch! Ich hab mir die Scheißkiste erst letzte Woche gekauft. Schon, Mann. Jetzt zerleg ich deine Karre. Nein, nein. Hey, das ist gar nicht sein Arschloch. Hey, hör auf. Wie lassen Sie das? Du miese Ratte. Ich werd deine Scheißkarre zerlegen. Ich bring deine Karre. Auf, ich bring deine Karre auf. Ja. Der eine oder andere hat es schon in den Chat reingeschrieben, aber nochmal die Frage an alle. Was macht denn die Führungskraft hier so richtig schön falsch? Wenn sie denn eine Führungskraft ist, das ist in der Tat eine sehr berechtigte Frage, ob da überhaupt Führung stattfindet. Ja, eine Teilnehmerin hat schon geschrieben, die sogenannte Führungskraft rastet aus und droht, baut Druck auf. Ja, die Wortwahl ist nicht angebracht. Genau. Also, wenn wir an das erste Merkmal denken, natürlich trifft die Führungskraft hier auch eine eigenständige Entscheidung, nämlich dann rauszugehen und den Wagen zu demolieren. Aber so die wirklichen Folgen sind nicht berücksichtigt worden. Genau, ja, zu viel Druck erzeugt nur Gegendruck bzw. Verweigerung. Das ist ein sehr spannender Punkt, der geht dann schon sehr genau in Richtung des dritten Merkmals. Ja, man kann das zusammenfassen als destruktive Verhaltensweisen, ganz genau. Ich warte mal noch die letzten Eingaben im Chat ab. Und dann fassen wir das zusammen als Feedback geben und Feedback einholen. Also das begreife ich jetzt relativ weit gefasst. Also dazu gehört die richtigen Fragen stellen, gut zuhören,
eine Art Übereinkunft zu erzielen. Also wenn ich führen will, dann muss mir der andere natürlich auch folgen. Also ich brauche da ein gewisses Feedback und eine gewisse Zustimmung zu meinem Vorgehen. Und der Kollege hier hat das ja völlig außer Acht gelassen. Der hat 5-mal am Anfang dieselbe Frage gestellt, die auch sehr offensichtlich war. Also die, ja, wessen Hausaufgabe das war ziemlich eindeutig, dass das die von dem Larry war. Aber das hat ihn einfach nicht weitergebracht. Und dann ja, ist er ausgerastet und hat den Mitarbeiter, wenn man so will, hat er einfach nicht mitgenommen. Und da kommen wir nämlich zu einem ganz spannenden Punkt. Also Führung ist nämlich nur die eine Seite der Medaille und die andere Seite heißt Gefolgschaft. Also hier haben wir ein Bild von einem Ritter und seinem Gefolge, so um 1190. Und die Gefolgschaft, das war früher tatsächlich im militärischen Sinne die Personen, die durch Abhängigkeiten oder auch durch Zwang einem Ritter gefolgt sind in den Kreuzzug. Und erst dadurch, dass sie ihm folgen, wird der vorne überhaupt zum Führenden. Also wenn die da hinten keine Lust haben oder meutern würden, dann kann der vorne weggehen, so viel wie er will und kann auch eigenständige Entscheidungen treffen, aber er führt dann nicht in dem Fall. Das heißt, zur Führung gehört immer auch eine Art Übereinkunft. Sind immer beide Seiten, einmal das Führen und auch das Folgen. Und wenn die Kollegen da zu Fuß, wenn die ihm nur aus Zwang folgen, dann hat er nur scheinbar die Führung. Und wie stark dann seine Führung ist, zeigt sich dann erst im Krisenfall. Also ob sie dann wirklich zu ihm stehen, aus anderen Gründen, oder ob sie dann davonlaufen. Und das ist jetzt nochmal die Frage, ob Führung militärisch ist. Würde ich sagen, nein. Also wenn ich aus Zwang jemanden folge, dann ist das für mich keine Führung. Dann ist das vielleicht Gehorsam oder ja, Motivation aus anderen Gründen, aus Abhängigkeiten, aber keine wirkliche Führung im Sinne von, ich überzeuge mit Argumenten von meinem Vorgehen und die Personen folgen mir dann freiwillig. Das wäre sozusagen für mich eine Führung, wenn beide Seiten in die Richtung gehen und sich darüber auch einig sind. Ja, kurze Zusammenfassung. Also Führung findet dann statt, wenn jemand eigenständig eine Entscheidung trifft, wenn diese Entscheidung dann auch Auswirkungen auf andere Menschen hat. Ist ja logisch, also wenn ich auf einer einsamen Insel bin, dann führe ich nicht. Da ist nämlich sonst keiner. Und wenn dieser andere Mensch dann der Entscheidung auch aus freien Stücken folgt. Wenn die also sagen, jawohl, zur Hölle mit unseren Befehlen, sie haben recht, wir machen das mit, es gibt keine Einwände und los geht's. Dann kann man in die Richtung da fliegen, die vorgeschlagen wurde. Ja, also wichtiges Merkmal, wenn man alleine in eine Richtung geht, dann führt man nicht. Man muss die Leute mitnehmen, wie das so schön heißt. Und das geht, wie gesagt, nur, wenn man sich Feedback abholt, wenn man gut zuhört, wenn man die richtigen Fragen stellt und die eigene Entscheidung, die man vielleicht im Kopf schon getroffen hat, wenn man die transparent macht und auch gut begründet. Weil dann haben die anderen Teilnehmenden auch die Chance, für sich selber zu überlegen, ja, will ich das eigentlich, will ich da mitgehen oder habe ich vielleicht eine bessere Idee? Und dann kommt man zu einer Übereinkunft und die ist ja, für Führung eine Voraussetzung. Man könnte auch sagen, Führung ist Überzeugung. Also, wenn ich mit Argumenten überzeuge, dann führe ich. Nachdem wir nun Führung und digitales Zeitalter umrissen haben, wollen wir uns jetzt der Frage widmen, wie das eine das andere beeinflusst. Das heißt, wie sich Führung im Laufe der Zeit verändert hat. Nach der Definition schauen wir uns also die Entwicklung an, und zwar ja, vom Vergleich des Industriezeitalters bis circa Mitte des letzten Jahrhunderts, so in die 50er, 60er Jahre hinein. Und dann beginnt ja die Digitalisierung sehr stark Einfluss zu nehmen auf die Arbeitswelt, und dann haben wir andere Führungsmodelle, die sich dann herauskristallisieren. Und beginnen wollen wir mit den alten Industriekapitänen, da steckt auch schon ein spannendes Wort drin, vom 19. und 20. Jahrhundert. Das sind mal amerikanische Beispiele. Ich hätte jetzt auch welche aus Europa raussuchen können. Wer Zeit und Lust hat, kann ja mal im Chat schreiben, ob er einen von diesen 5 oder vielleicht sogar alle 5 erkennt.
zu deren Zeit damals hieß es noch, es gibt den einen genialen Unternehmer, der die Geschicke seiner Firma in der Hand hat und wie ein Kapitän das Schiff auf Kurs hält und, wenn es notwendig wird, dann auch mal das Ruder rumreißt. Dahinter steht sozusagen ein klassisches Verständnis von Führung, nämlich die hierarchische Führung. Hierarchie, von griechisch Macht abgeleitet, bedeutet, einer sagt, wo es lang geht und die anderen müssen folgen. Und wer nicht folgt, wird damals schlicht ausgetauscht und ersetzt. Dann bekommt der Nächste den Job und es geht weiter immer nur in die eine Richtung, die vorgegeben ist. In Deutschland galt bis weit in das letzte Jahrhundert hinein noch der Spruch, oben wird gedacht und unten wird gemacht. Also auch das ganz klassische Ausdruck von hierarchischer Führung. Heutzutage hat Führung aber nicht mehr sehr viel mit Hierarchie zu tun. Die Allmacht des Einzelnen hat sich so ein bisschen verflüchtigt. Der Chef ist eher, und auch die Chefin zunehmend, ist eher primus inter pares oder prima inter pares, also erster unter Gleichen. Man hat nicht mehr die Macht, für andere mitzuentscheiden, wie jetzt zum Beispiel im Mittelalter oder im Industriezeitalter, sondern die Gruppe gibt quasi den Auftrag ab, an einen Einzelnen aus der Gruppe das Beste rauszuholen. Das ist eine wesentliche Änderung, die durch Digitalisierung und durch unsere Art des Arbeitens stattgefunden hat, weil wir eben nicht mehr den einen Spezialisten haben, der Ahnung hat von seinem Geschäft und alle anderen müssen das machen, was der Chef sagt, sondern wir haben sehr viele spezialisierte Wissensarbeiter und der Chef kann fachlich schon gar nicht mehr die Führung übernehmen. Vorteil ist, es gibt keine Willkür mehr oder weniger Willkür. Die Regeln der Führung sind meistens sogar transparent und manchmal sogar auch verhandelbar. Das erleben wir jetzt auch in letzter Zeit, dass man vor sich so ein Team bildet, dass man erstmal guckt, ja, wie wollen wir eigentlich unsere Kooperation strukturieren? Brauchen wir eine Führungskraft noch oder verteilen wir das so ein bisschen auf die Gruppe? Führung im 21. Jahrhundert ist also nicht mehr die Arbeit anderer zu organisieren, sondern sich im Team abzustimmen. Bestes Anzeichen hierfür sind Statussymbole. Das war früher noch sehr eindeutig erkennbar, wer der Chef in einem Unternehmen war. Meistens schon auf dem Parkplatz konnte man sehen, wer sozusagen die Führungskraft war. Heutzutage ist das kaum noch auszumachen. Also der Chef hat nicht immer das schöne Eckbüro mit dem Ausblick und hat auch nicht den teuersten Anzug und nicht die teuerste Uhr. Das hat sich so ein bisschen verflüchtigt. Also Führung ist nicht mehr erkennbar an Äußerlichkeiten. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es denn eigentlich noch den einen Leitwolf? Und wenn ja, wer ist es? Kann man das hier erkennen auf dem Bild? Wer ist da der Leitwolf? Ist es der, der vorne weggeht? Oder bei Wölfen ist es ja ganz interessanterweise der, der hinten geht. Und wer bestimmt eigentlich über die Ziele und Strategien? Das hatten wir am Anfang auch im Chat, dass eben Aufgabe oder Merkmal von Führung ist, Ziele vorzugeben oder Strategien abzustimmen. Und da würde ich sagen, weder noch. Also anders als früher werden nämlich die Aufgaben heute auf das Team übertragen. Und das hat signifikante Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Im 19. Jahrhundert war es noch so, dass die harte körperliche Arbeit die Kernleistung war und das Steuern, Planen, Organisieren, Projektieren war eher einer kleinen Elite vorbehalten. Und heute ist es eher so, dass wir spezialisierte Wissensarbeiter haben, die viel mit Informationen arbeiten. Jeder ist so ein bisschen der Experte für sein Fachgebiet und die erbringen eigentlich die Kernleistung. Also wir haben vorhin über den Wissenszuwachs gesprochen, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht auch ein Datenzuwachs, aber Führungskräfte können gar nicht mehr in allen Bereichen fachlich überlegen sein und können gar nicht mehr sagen, ja, wir entwickeln jetzt dieses oder jene Produkt, sondern da müssen sie ihre Spezialisten fragen. Und dann ist eben die Frage, Kernleistung ist Kooperation, ist Zusammenarbeit, da entsteht sozusagen die Wertschöpfung. Und das bedeutet wiederum für eine Führungskraft jetzt im 21. Jahrhundert, wer führen will, der muss dafür sorgen, dass der Informationsfluss zwischen diesen Wissensarbeitern, dass der gut funktioniert. Das ist also so ein bisschen auch eine Meta-Aufgabe, dass man guckt,
Das ist, was ist denn eigentlich notwendig? Was brauchen die Leute, um produktiv zu sein? Wie kann ich Kooperation fördern? Wie kann ich sicherstellen, dass die Informationen genau zu dem hinfließen, der die auch braucht? Also Führung ist heutzutage eher eine Dienstleistung, also nur noch, in Anführungszeichen, eine Dienstleistung für ein Team. Und da stellen sich natürlich ganz viele Fragen. Und eine ist davon, wer will heutzutage eigentlich noch Führungskraft sein? Und genau diese Frage hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 2012 an die sogenannten High Potentials von den DAX 30 Unternehmen gestellt. Das sind also junge Leute, von denen die Konzernführer der Meinung sind, ja, das sind potenzielle zukünftige Führungskräfte. Und die wurden halt gefragt, ja, wollen Sie denn später mal Führungskraft sein? Und die überraschende Antwort ist, nö. Nur 27% wollen wirklich ganz an die Spitze und wollen dort den eisigen Wind abkriegen. Und das bedeutet, heutzutage haben wir hochqualifizierte Wissensarbeiter und die haben schon erkannt, dass sie weitestgehend selbst entscheiden können. Also die haben für sich einen Arbeitsbereich gefunden, in dem sie sehr produktiv sind und die brauchen gar nicht mehr so diese, ja, was früher mit der Anerkennung verbunden war, oh, jetzt ist er Führungskraft von XY oder Vorstandsvorsitzender. Da ist so ein bisschen Generation Y, sagt man immer so, die jungen Leute von heute, denen das gar nicht mehr wichtig ist, sondern denen es mehr um die sachliche, um die fachliche Arbeit geht. Ja, und wenn Selbstbestimmung und Kooperation normal geworden sind, dann entsteht natürlich die Frage, braucht ihr mich als Führungskraft eigentlich noch? Und weil meine Amtszeit in diesem Webinar nun auch bald zu Ende geht, hier noch eine kurze Zusammenfassung. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat also gezeigt, dass Kooperation Hierarchien ersetzt, dass Statussymbole verschwinden, also Führung ist nicht mehr so leicht erkennbar an Äußerlichkeiten. Die Teams ersetzen die Leitwölfe, die es früher noch gab, oder die Industriekapitäne. Der Josef Schumpeter nannte immer die Manager, die dann sozusagen in die Unternehmen reinkamen, immer die Jammergestalten. Kernleistung ist die Zusammenarbeit, also nicht mehr sozusagen die einzelne Arbeit am Fließband, sondern wirklich das Zusammenarbeiten. Dadurch entsteht ein Mehrwert. Und Selbstbestimmung ersetzt zunehmend Führung. Letzten Punkt habe ich mit einem Fragezeichen versehen, weil das ist so eine Frage, die stellen sich eigentlich alle in dem Bereich, die da unterwegs sind mit Führungskräften. Da ist nämlich die Frage, ist es möglich, dass sich ein Team sozusagen selber führt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und diese Frage würde ich gerne nochmal in den Chat geben. Also was meinen Sie? Glauben Sie, dass ein Team sich selber führen kann, ohne dass es jetzt eine explizite Führungskraft gibt, die man benennt oder wo man sagt, das ist jetzt Projektleiter XY? Da würde mich Ihre Meinung mal sehr interessieren. Und vielleicht auch mit einer Begründung. Ja, auf die Frage gehe ich gleich noch ein, ob sich die Felder von Führung geändert haben. Bedarf der Kommunikation und Akzeptanz von Diversität. Ganz spannendes Stichwort, ganz genau. Wenn man das festgestellt hat, dass es mehr in Richtung Selbstbestimmung geht, dann muss man auch Unterschiede viel stärker tolerieren oder anerkennen können. Wir Menschen sind alle unterschiedlich und denken unterschiedlich, haben andere Erfahrungen gemacht im Leben und haben andere Werte. Und das muss man auch aushalten können. Klare Rollenverteilung, ja, das denke ich auch, ist sehr wichtig, wenn ein Team sich selber führen will. Aufgabenverteilung, das ist sehr wichtig, dass das deutlich abgegrenzt ist. Wenn alle das gleiche Ziel verfolgen, genau, das muss man machen vorher, eine Zielklärung, definitiv. Dass der Einzelne auch die Chance hat, dann vielleicht nicht mitzuwirken, wenn er merkt, oh, das ist jetzt gar nicht mein Ziel von diesem Team, da will ich gar nicht hin. Ein interessanter Gedanke von Uta, ja, ohne Führungskraft dauert es eventuell länger, die Prozesse zum Laufen zu bringen. Das ist in der Tat so. Also
dadurch, dass wir einfach mehr Personen haben, die sich dann abstimmen müssen, dauern die Prozesse etwas länger. Die Frage ist dann natürlich, sind sie im Endeffekt produktiver, als wenn immer eine Führungskraft die Sachen vorgibt? Und da würde ich sagen, im Endeffekt ja. Also wenn diese langen Prozesse am Anfang wirklich durchexerziert wurden und man sich wirklich geeinigt hat und Argumente ausgetauscht hat und zu einem gemeinsamen Ziel gefunden hat, dann könnten die produktiver sein. Je größer ein Team, desto schwieriger. In der Tat, das ist so. Man sagt immer so, bis zu 7 Personen können Teams das noch aushalten. Und alles, was darüber hinausgeht, da bilden sich dann Unterteams, also kleinere Gruppen, die dann natürlich wiederum Führung untereinander aushandeln. Ja, Aushandlungsprozesse sind länger. Und mit Führungskraft werden auch unpopuläre Entscheidungen getroffen. Interessanter Gedanke. Also welche Gruppe trifft eine Entscheidung, die gegen sie gerichtet ist? Spannend, ja. Oder umgekehrt gefragt, man könnte ja den Vorschlag machen, alle kriegen eine Gehaltserhöhung, da wird ja niemand Nein sagen. Aber vielleicht ist so ein Team als Ganzes auch lernfähig, wenn sie merken, wir geben uns zu viel Gehalt und dann macht die Firma vielleicht miese, dann ist vielleicht ein Lernprozess da. Ein Teamkapitän könnte helfen, nach außen kommunizieren, intern moderieren. Ja, das wäre dann wieder eine klare Rollenzuweisung einer Führungskraft. Ja, vielen Dank für die vielen, vielen Beiträge. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz auf eine Frage eingehen. Da muss ich mal kurz hochscrollen. Haben sich die Felder von Führung geändert? Würde ich sagen, nicht. Also es geht immer noch darum, die Richtung zu ermitteln, also die Ziele zu finden. Ob das jetzt ein Einzelner tut oder das Team, das ist immer noch das gleiche Feld. Und es geht darum, zu einer Übereinkunft zu kommen, Feedback einzuholen und sich klar zu werden, gehen wir eigentlich in die gleiche Richtung. Also da würde ich sagen, nö, die Felder von Führung haben sich nicht unbedingt geändert. Ja, zum Abschluss, nachdem wir uns also Definition angeguckt haben, die Entwicklung von Führung angeguckt haben, möchte ich Sie jetzt noch mit 2, 3 Thesen versorgen für die Zukunft. Die erste ist, Führung in der heutigen Zeit wird latenter. Das heißt, Führung ist immer da, aber ist nicht immer sichtbar. Also wir sollten uns nicht täuschen lassen, nur wenn Führung nicht unmittelbar sichtbar ist, heißt es nicht, dass sie nicht da ist. Das denke ich, da geht der Trend hin, dass Führung nicht immer so sichtbar ist, sondern dass vielleicht auch gar keine Rolle irgendwann mehr spielt, wer jetzt die Führungskraft in einem Team ist, weil jeder gleichberechtigt seinen Beitrag auch leistet. Und immer dann, wenn mit Argumenten gearbeitet wird, wenn überzeugt wird, wenn transparent begründet wird, dann ist Führung auch vorhanden, selbst wenn sie jetzt nicht an eine Person gekoppelt ist. Das ist auch gleichzeitig das zweite Merkmal oder zweite These, die ich vertreten würde. Führung wird virulenter, also im positiven Sinne wie ein Virus, der von einer Person zur anderen übergeht. Mal ist der eine im Team in der Führungsrolle, dann wieder ein anderer, je nach Projekt, je nach Situation auch, je nach Entscheidung, die getroffen wird. Mal hat der eine die besseren Argumente und kann andere überzeugen, dann wieder der andere. Also Führung wird virulenter, wechselt häufiger von Person zu Person. Und die dritte These für die Zukunft würde ich sagen, Führung wird viraler, also lebendiger. Sie ist nicht festgeschrieben, ein für alle Mal, so dass Person XY ist jetzt die Führungskraft, sondern sie wird immer wieder neu verhandelt. Also Führung ist Verhandlungssache. Bis früher konnte man das überhaupt nicht sagen. Also wer da aufbegehrt hat gegen den Ritter, dem wurde der Kopf abgehackt und dann war es das. Aber heutzutage ist es tatsächlich so, dass Führung verhandelbar ist. Also es gibt relativ viele moderne Führungskräfte, die auch sagen, ja, wollt ihr das selber entscheiden? Bestimmte Fragestellungen. Also die Zeiten, in denen so ein Einzelner über das Schicksal einer ganzen Gruppe entscheidet, sind meiner Meinung nach vorbei. Vorausgesetzt natürlich, wir denken an Sascha Lobo, dass alle in der Gruppe ihre Selbstverantwortung wahrnehmen und sich nicht in die Opferrolle begeben, weil dann, ja, dann wird Führung sozusagen nicht wahrgenommen. Das verursacht ein bisschen Unsicherheit,
Also sowohl auf Seiten der Führungskräfte als auch bei den Mitarbeitenden, dass Führung Verhandlungssache ist. Es gibt auch Mitarbeitende, die lieber To-Do-Listen haben wollen oder Checklisten abarbeiten wollen. Das ist auch völlig okay. Das will ich nicht gering schätzen. Aber ich bin überzeugt, dass diese Entwicklungen auch unumkehrbar sind. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal dahin zurückkommen, dass Führung nicht mehr verhandelbar ist. Und das heißt für uns im Prinzip, ist eigentlich eine sehr ermutigende Sache. Wir können jetzt darüber uns beklagen, dass die alten Sicherheiten verloren gegangen sind, dass uns keiner mehr sagt, was zu tun ist. Oder wir nehmen den neuen Freiraum an und machen das Beste draus. Und dann würden wir nicht uns zum Opfer der Umstände erklären, sondern unser Leben führen tatsächlich. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg und bin jetzt ganz gespannt auf die Diskussion.